wir eigentlich ein Fach Medienbildung oder ein Fach digitale Bildung? Wenn Sie sich schon ein bisschen intensiver mit der Medienpädagogik auseinandergesetzt haben, vielleicht auch das ein oder andere Video von mir gesehen haben, dann glaube ich, sind Sie ziemlich überzeugt davon, ja, wir brauchen ein Fach Medienbildung oder digitale Bildung oder auch Medienkompetenz oder wie auch immer man das nennen möchte. Und selbst wenn Sie sich noch nicht intensiver mit der Medienpädagogik auseinandergesetzt haben und einen kritischen Blick in die Gesellschaft werfen, dann werden Sie feststellen, ja, die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert und Medien sind derart relevant für unsere Kommunikation geworden, haben ihre Medien haben sich in ihrer Funktion auch geändert. Sie sind Kommunikationsmedien, nicht mehr nur Unterhaltungs- und Informationsmedien. Und in dem Zuge, selbst wenn man sich gar nicht so intensiv mit der Medienpädagogik bisher beschäftigt hat, kommt man, glaube ich, zum Schluss, dass es wichtig wäre, dass alle Kinder und Jugendlichen, idealerweise auch alle Erwachsenen, entsprechend auch von der Schule gut vorbereitet werden auf eine Welt, die eben eine mediale bzw. digitale ist. Also deutliches Ja für ein Fach Medienbildung oder digitale Bildung. Aber jetzt erinnere ich mich, und vielleicht geht es Ihnen ähnlich, an meine eigene Schulzeit, gerade so in der 6., 7., 8., 9. Klasse. Da war doch der Stundenplan schon ganz schön mächtig. Und ich hatte so den Eindruck, naja, es muss doch irgendwie noch ein bisschen Freizeit bleiben neben der Schule. Gut, vielleicht war das auch nur mein persönlicher Blick. Und ich hatte eben viele Hobbys, viele von den Hobbys, die ich heute zu meinem Beruf machen konnte. Das ist eine Luxussituation, das ist toll. Aber damals habe ich zumindest so den Eindruck gehabt, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Freizeit. Oder anders gesagt, es wäre, glaube ich, für mich nicht so attraktiv gewesen, wenn es noch das eine oder andere zusätzliche Fach gegeben hätte. Und just deswegen, eben um die Fächer, um die schulischen Curricula nicht zu überfrachten, aber eben auch tatsächlich, weil es sinnvoll ist, hat sich die Community der Medienpädagogin dazu entschlossen, eher kein Fach zu fordern, sondern lieber eine fächerübergreifende Perspektive. Das hat auch was damit zu tun, mit der Besonderheit von Medien und einfach, was ich gerade eben schon sagte, dass Medien in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sind. Und insofern ist es natürlich auch sinnvoll und wunderbar möglich, Medien nicht nur in einem eigenen Fach zu thematisieren, sondern fächerübergreifend. Also zum Beispiel in der Mathematik, im Deutschunterricht, in der Geografie, in der Physik und so weiter. Also eben mit dem jeweiligen Fachbezug und der immer auch einerseits eine bestimmte mediale Bedeutung hat, aber eben auch Medien in dem jeweiligen Fach auch unterstützen können, die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Also beides. Ja? Das heißt, das Lernen über Medien, die Medienkompetenzförderung, die Ausbildung von Medienbildung auf der einen Seite, also als Inhaltsaspekt, andererseits aber eben auch das Lehren und Lernen mit Medien, was ja natürlich nicht nur in einem Fach möglich ist, sondern in allen Fächern. Alles zusammengenommen ist ein Argument dafür, kein Fach Medienbildung oder digitale Bildung einzuführen, sondern eine fächerintegrative, eine fächerübergreifende Perspektive zu fordern. Und das ist tatsächlich passiert in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Das heißt also in den einigen Bundesländern, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, wurde dann eine sogenannte Leitperspektive Medienbildung eingeführt, was im Prinzip bedeutet, dass alle Lehrerinnen und Lehrer, die eben entsprechend ein bestimmtes Fach unterrichten, im Rahmen ihres Fachunterrichts Medien
thematisieren, behandeln und natürlich auch Medien selbst verwenden. Und das ist natürlich, das ist eine richtig gute Idee, finde ich. Diese Leitperspektive Medienbildung, also das heißt Medienbildung nicht nur in einem Fach zu thematisieren, sondern in allen Fächern. Wenn man sich aber jetzt anschaut, wie weit ist die Medienbildung in der Schule, dann stellt man fest, zwischen dem Wunsch, der ja übrigens nicht nur ein Wunsch ist, sondern die KMK geht da noch einen Schritt weiter, also ich erinnere da an die KMK-Erklärung Bildung in der digitalen Welt von 2016, die ja 2021 nochmal ein Update bekommen hat. Aber bereits in der Erklärung von 2016 stand drin, Seite 59, versucht das mal so aus dem Kopf wiederzugeben, dass alle Kinder, die in die Grundschule eingeschult werden, 2018, also aus Sicht von 2016, dann zwei Jahre später, oder die in die weiterführende Schule wechseln, die im Rahmen dieser Kompetenzen erklärten Kompetenzen erreicht haben sollen, zum Ende ihrer Schulzeit. Das ist die Idee. Und im Prinzip geht es da um Medienkompetenz, um Medienbildung. Wenn man sich aber jetzt anschaut, da war ich ja gerade, wie weit sind wir damit gekommen? Auch nicht nur nach den ganzen Wünschen meiner Community, die gesagt haben, wir wünschen uns diese fächerübergreifende Perspektive, wünschen uns diese Leitperspektiven, wie sie in einigen Bundesländern umgesetzt wurden, dann stellt man fest, noch nicht so weit. Und dann fragt man sich natürlich, an sich eine tolle Idee, aber warum sind wir damit noch nicht so weit gekommen? Und dann stellt man fest, dass das Ganze einfach ein, naja, ich nenne es mal ein Mengenproblem ist. Wenn man nämlich anschaut, wie viele Lehrerinnen und Lehrer gibt es eigentlich in Deutschland? Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ich sag's mal, 800.000. Und wenn man dann berücksichtigt, dass so eine Leitperspektive Medienbildung, so eine fächerübergreifende Perspektive ja bedeutet, dass alle diese Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihrer Ausbildung, also im Rahmen ihres Studiums, in der ersten Phase der Lehrerinnen und Lehrerausbildung, die Möglichkeit gehabt haben müssen, Medienbildung, Medienpädagogik zu studieren oder entsprechend geeignete Fortbildung besuchen konnten, dann stellt man fest, wo eigentlich diese fächerübergreifende Perspektive, dieses fächerübergreifende, diese Leitperspektive hinkt. Nämlich, wenn man nämlich einen Blick, kritischen, selbstkritischen Blick, ich bin ja selbst in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, selbstkritischen Blick in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung steckt, dann stellt man fest, wir haben das mal erhoben für die GMK und für die DGFE, haben wir einfach mal gezählt, wie viele Hochschulen gibt es eigentlich und an wie vielen in diesen Hochschulen kann man Medienpädagogik studieren und entsprechend dann eigene Medienkompetenz, also als angehende Lehrerin, als angehender Lehrer, eigene Medienkompetenz entwickeln und so etwas ausprägen wie eine medienpädagogische Kompetenz. Die medienpädagogische Kompetenz ist die Kompetenz, die Sie als Lehrerin, als Lehrer brauchen, wenn Sie die Medienkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler fördern wollen. Oder eben dann der dritte Aspekt, die mediendidaktischen Fertigkeiten, also wenn ich selbst mit Medien meinen Unterricht bereichern möchte. Ja, und wir haben uns eben angeschaut, wie viele von diesen Hochschulen, über 400 gibt es in Deutschland, an wie vielen in diesen Hochschulen gibt es überhaupt medienpädagogische Lehrstühle, Professuren und haben festgestellt, es sind gerade mal knapp 50. Und dann sieht man, dass wenn selbst in der ersten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung gar nicht alle Lehrerinnen und Lehrer überhaupt die Möglichkeit haben, medienpädagogische Inhalte zu studieren, wie soll dann so eine fächerübergreifende Perspektive, so eine Leitperspektive überhaupt funktionieren? Das wäre ja ein bisschen so, als wenn wir sagen würden, wir machen jetzt eine Leitperspektive Physik und aber alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer sollen eben Physik nebenbei unterrichten, aber haben gar nicht die Möglichkeit im Rahmen ihres Studiums überhaupt Physik zu studieren. Das heißt also, einige könnten das vielleicht, aber die meisten sind wahrscheinlich nicht dazu in der Lage. Und bei der Medienbildung bzw. bei der Medienpädagogik
ist das natürlich genauso. Und das führt aktuell zu einer, ja, zu einer neuen Debatte, zu einem Aufflammen der Debatte, ob das die richtige Strategie war. Denn wenn man sich anschaut, welche Relevanz Medien in unserer Welt heute spielen, wie wichtig es ist, dass alle Kinder und Jugendlichen, natürlich alle Erwachsenen auch, Medienbildung erhalten, Medienkompetenz ausprägen können, dann stellt man fest, und wenn das in die wenn das in der Schule eben nicht funktioniert und aufgrund des steten Wandels auch im Elternhaus natürlich entsprechend schwierig ist, dann, glaube ich, muss man diese Frage, ein Fach Medienbildung, ein Fach digitale Bildung, nochmal neu stellen. Zumindest denke ich da gerade viel drüber nach. Sie jetzt vielleicht auch.